Na? Gut geschlafen am Wochenende? Bestimmt, oder? Immerhin hattest du doch eine Stunde mehr. Am Samstag auf Sonntag wurde ja die Uhr umgestellt. Das heißt, eine Stunde länger schlafen. Oder? Guten Morgen. Willkommen zu einem neuen Input der Gemeinde Life Unlimited in Neu-Ulm. Ich bin Miriam. Ja. Wie gerade gehört, war ja kürzlich Zeitumstellung. Das heißt, die Uhren wurden eine Stunde zurückgedreht in Anpassung der Sommer auf die Winterzeit. Könnte man ja meinen, dass einem das eine Stunde mehr Schlaf gibt. Kann es vielleicht aber sein, dass du gerade in den letzten Stunden merkst, wie sehr diese eine Stunde deinen ganzen Körperrhythmus durcheinander bringt? Es ist ja eine künstlich gesetzte Zeit. Der Körper ist ja das ganze Jahr über auf eine andere Zeit gewöhnt und jetzt muss sich der Körper umstellen. Das ist oft gar nicht so einfach. Und obwohl man eine Stunde mehr hat schlafen können am Wochenende, so geht's zumindest mir, fühlt man sich zeitweise viel, viel müder als davor. Und warum erzähle ich euch das alles? Ich möchte einfach Mut zusprechen, dass egal Zeitumstellung hin oder her, was auch immer in der Welt passiert, weil das ist ja eine menschengemachte Zeitumstellung. Bei Gott gibt es das nicht. Gott ist Herrscher über Zeit und Stunde. Und in Hebräer 13,8 steht sogar, Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ja, dein Tag hat 24 Stunden. Das ist ja eine menschengemachte Zeiteinteilung. Aber Gott will immer wirken. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Und was er vor 2000 Jahren ermöglicht hat, das kann er heute tun. Egal, was die Welt sagt, egal, wie voll dein Zeitplan ist, egal, was bei dir passiert, Jesus Christus spricht dir zu. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Bei ihm gibt es keine Zeitgrenzen. Er will immer wirken, auch wenn du vielleicht in deinem Herzen, in deinem Kopf, in deiner Seele, im Trubel des Alltags ihn oft überhaupt nicht hörst, merkst oder seine Wirkung erfährst. Er ist da. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Ich weiß, manchmal sprechen die Gefühle nicht dafür, aber es steht geschrieben in Hebräer 13,8. Und so wünsche ich dir, dass du heute, egal was passiert, wenn du gestresst bist, wenn der Haushalt dir zu viel wird, wenn die Kinder oder Jugendlichen nicht hören wollen, wenn der Arbeitgeber dir Stress macht, wenn du vielleicht im Moment gar keine Arbeit mehr hast und eine suchst. Gott ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. So wünsche ich dir einen wunderbaren Tag, dass du erfahren darfst, dass Gott wirken will.